wenn ich mir dein Leben angucke, dann ist das durchzogen von Highlights. Du durftest damals dem leider dieses Jahr verstorbenen Jerry Lewis die goldene Kamera überreichen. Das ist ein Riesenmoment. Ich bin auch selbst ein ganz großer Fan und er ist wirklich sozusagen ein King of Comedy. Er hat Funny Bones im Reinsten. Du musst mir noch kurz sagen, wie das war, Jerry Lewis gegenüber zu stehen, zu wissen, der lacht auch gerade über dich. Also über, du hast ihn ja imitiert, hast deine die Gesichtsausdrücke und so nachgemacht. Wie fühlt sich das an? Ich muss dazu sagen, wirklich, dass Jerry Lewis war der erste Comedian, wenn man sagt, der mich lachen gemacht hat, weil das, der einfach diese Mimiksprache, die Gebärden, das war uns also. Ja. Fantastisch. Ich könnte stundenlang machen. Ja. Und ich hab das Kind auch stundenlang gemacht. Wir können stundenlang zuschauen. Ja, ja. Ja. Nee, aber es war. Ich mein, die haben mich angerufen, ne, wir müssen Laudatio machen für Jerry Lewis. Da bist du dann erstmal so. Dann machst du das. Und nee, das war Wahnsinn, weil ich hab die Laudatio gemacht. Und das Publikum hat sehr gelacht. Und saßen auch Leute, Bruce Willis sah vor mir, fuck, einer meiner größten Helden. Und er hat gelacht. Und dann kommt Jerry Lewis raus und hat gelacht. Weil ich habe ihn dann imitiert, bin da so umgefallen. Und der meinte zu mir so, hey, du scheinst irgendwie ein Haut zu haben, aber ich glaube, du bist ein echt guter Comedian. Und ich meine, das ist ein Ritterschlag. Und dann war natürlich für mich das Ganze schon gegessen. Und es war toll. Also der hat mich irgendwie, der hat mich dann auch ernst genommen, hat mich rangelassen. Also als Kollegen, als Kollege mit Ritt. Es ist nicht alles wahr, was man in der Show braucht. Ich durfte ja mit ihm eine Show machen. Ich durfte ein Jahr später zu seinem 80. Ja. dann eine Happy Birthday Jerry Lewis Show fürs ZDF machen. Und das war also sicher einer der größten Momente meines Lebens, weil er hat sich mich dann auch gewünscht als Host. Also es war so, ich saß halt wie du hier und habe mit dem auf der Couch 90 Minuten gequatscht über sein Leben, was er gemacht hat. Und er wollte das machen. Er hat nur eine Geburtstagsshow gemacht zu seinem 80. Ich war der Moderator. Habt ihr vorher abgesprochen oder ist? Weil er ist ja tatsächlich auch, er ist auch so tatsächlich auch spontan und so. Es gibt ganz tolle Szenen. Gucken Sie sich unbedingt mal an die Auftritte von Jerry Lewis bei Letterman beispielsweise, wo du gar nicht weißt, ist das jetzt, weil Letterman hat nicht viel abgesprochen, weil er auch zu faul war. Ist das jetzt, haben die das geübt oder hat er immer? Es gibt zum Beispiel eine, da fängt er an zu husten und du denkst, oh Scheiße, der hat jetzt wirklich einen Hustenanfall und holt gleichzeitig eine Schachtel Zigaretten raus, macht jetzt die Zigarette an mit so einem riesen Feuerzeug und so, besser. Das ist also er hat natürlich auf die Reaktion gewartet. Er hat natürlich sowas gemacht, weil er war halt einfach einer der lustigsten Menschen, die es je gab. Ja. So. Und meine 80 Jahre Showerfahrung, der in jeder Pore hat er das. Der zieht plötzlich wieder einen raus. Also der ist schon noch sehr spontan. Also jetzt nicht mehr. Leider. Also leider, rest in peace. Also, und, aber der war da. Also wie gesagt, der war noch so dermaßen schnell, auch im Kopf. Wie der. Ich habe den einen Journalisten also vernichten sehen bei einer Pressekonferenz, damals nach der Goldenen Kamera am nächsten Tag. Da hat einer versucht, lustiger zu sein als er. Der hat den vernichtet. Und aber auf eine gute Art. Also, und, also wenn er nicht hätte wollen, hätte ich keine Chance gegen. Also keiner hätte eine Chance.